نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتدعى إليه ما بال ليالي وطول الدوام محمد رسول الله مدد يا سلطان الأولياء مدد يا سلطان الأنبياء مدد يا رجال الله Wir bitten himmlische Kräfte, himmlische Kraftstation. We ask divine power stations um Unterstützung, for support, dass uns hier die Spiritualität geben, das Benzin, himmlischer Benzin geben, dass wir fahren können. That they give us spirituality, heavenly petrol, that we may be able to drive. Dass wir Richtung Allah fahren können. That we can drive towards Allah. Und auf dem Weg vieles erfahren. And that we may learn, get to know a lot of things on this way. Dass sie uns begleiten auf unserem Weg. That they give us company on our way. Und niemals uns allein lassen. And that they never leave us alone. Uns immer die Richtung zeigen. That they always show us the right direction. Und wir müssen demütig und bescheiden genug sein, so dass wir zugeben können, ohne diese himmlische Führung, dass wir uns nur verirren werden auf dem Weg. And we should be humble enough to admit that without this divine guidance we would get lost on this way. Die Menschen gehen in dieser Welt schon verloren. People get lost in this world. Wie wollen sie außerhalb dieser Welt hier durch die Welten hinaus, wo kein Weit und Breit gibt, ein und aus gibt, rein und raus gibt in die Gegenwart Gottes. Wie sollen wir nach dem Weg können? People get lost in this world already, and how do we expect that we can find our way beyond this world, in all the other worlds where there is no forward, no backward, no in, no out, no proper direction towards the Lord? Möge Allah uns niemals ohne Führung lassen. May Allah never let us be without guidance. Route neu berechnen. Calculate the new route. Wie die Ochsen mit geschlossenen, verbundenen Augen um die Mühle herum, und dass wir denken hier, wir wären viel weit gekommen. Like the ox blindfolded in the treadmill, thinking that they went a long way. Man bindet die Ochsen die Augen und lassen die Mühle drehen, um die Mühle laufen. Und die Ochsen denken, hier, sie sind weit gekommen. The ox is getting blindfolded, and then he has to run in circles around the mill, but he thinks that he's gone a long way. Wenn man die Ochsen die Augen nicht verbinden würde, würden sie nicht laufen. If they would not be blindfolded, they would refuse to walk. Wir sind ja keine Idioten. Because they are no idiots. Um die Mühle herum immer wieder. Das würde to go in circles round and round the mill. That is boring. Man, der Farmer, der Bauer, der Müller, der bindet die Augen bei den Ochsen und dann lässt die Mühle drehen und um die Mühle herum, und die Ochsen denken, sie sind spazieren gegangen hier. The farmer, the miller blindfolds the animals and he lets them walk in circles, but they, since they are blind, they do think they walked, they did go for a long walk. Kennst du diese Technik, Reinhard? Kennt ihr diese Technik? Ja, das ist früher, die Leute haben das so gemacht mit ihren Ochsen.
Kennst du das? Ja. Hast du Ochsen gemacht, gehabt oder hat man deine Augen gebunden? Nein, aber ich habe davon gehört. Gehört. Und so, wenn man keine gute Führung hat, kommt schlechte Führung und bindet eure Augen und lasst euch um die Mühle Shaitans hier laufen und dann ihr denkt, ihr seid weit gekommen. Likewise, when you do not have a good guidance, you get bad guidance and they blindfold you and let you run around the mill of Shaitan, of Satan. And you think spiritually you walk a long way. Wer diese Dunya, diese Welt mit seinem Bauchschnabel gebunden ist, mit seinem Herz, ist wie diese Ochse mit den gebundenen Augen, dreht sich immer um die Welt hier und denkt, würde viel weit gekommen zu sein. Bauchnabel, cord, umbilical cord, I think it's umbilical cord. Huh? Okay. The one who is still attached to this world with his umbilical cord, he's like being blindfolded and he thinks he's always walking around the same worldly things, but he thinks he walks a long way because he is like being blindfolded. Der Herr sagt, bittet um gute Führung, um himmlische Führung. The Lord advises us to ask for divine guidance, to ask for good guidance. Und bleibt auf dem rechten Weg, geraden Weg. And he recommends us to stay on the straight path. Sirat al-Mustaqim, sagen wir in Arabisch, das ist der gerade Weg. The straight path, we call it in Arabic, Sirat al-Mustaqim. Wenn man Weg gerade ausgeht, findet man zum Ausgang und zum Eingang. If you go the straight way, you find the exit, you find the entrance. Aber wenn man sich immer um die Mühle dieser Welt hier dreht, ist man wie dieser Ochse hier. Man dreht sich immer um den gleichen Platz und man denkt, man ist sehr weit gekommen. But if you turn around this world like the ox around the mill, then you are like the ox and you come a long way. Du musst raus aus dieser Drehung dieser Welt. Immer im Kreis drehen. You have to manage to get out of this circle around this world. Wenn du das nicht schaffst, dir den geraden Weg zu finden hier und geradeaus zu laufen. If you can't manage to find the straight way and to walk straight ahead. Wird dir der Kopf auch verdreht von dieser Dunya Welt. And your head will be turned around, twisted from this world. Und du bist verdreht. And you lose your way. Und dann sagst du, ich bin sowas von verwirrt, Sheikh. And then you say, oh Sheikh, I'm so confused. Ich bin so orientierungslos. Ich weiß nicht, was es mir dreht, das ganze Kopf. I lost my way, I lost my orientation and I feel really dizzy. Ich bin verschwommen, ich bin benommen, ich bin wie betrunken. Ich habe keinen klaren Kopf mehr. I feel like I'm drunk, I feel dizzy. I do not have a clear mind anymore. Hier dreht sich alles. Der Mann auch, Sheikh. Everything is spinning in my head and also my stomach is revolting. Deshalb, wir brauchen gute Führung. Eine Führung, die uns den rechten Weg, den geraden Weg zeigt und gehen lässt. This is why we need good guidance. Good guidance which allows us to find this the straight path and allows us to walk on it as well. Eine Führung, die unsere Augen öffnet, nicht blindet. A guidance which opens our eyes, makes us see, not blindfolds us. Wenn ich nicht in eine Falle fallen soll und gegen eine Wand mit dem Kopf laufen soll, dann müssen meine Augen geöffnet sein und nicht geschlossen. If I do not want to fall into the trap, or if I do not want to run with my head against the wall, then my eyes have to be open, not closed. Möge uns not covered. Die richtige Führung schicken. Und das sind die Propheten, das sind die Heiligen.
May Allah send us this good guidance, and good guidance are the prophets, good guidance are the saints. Sie haben nur eine Interesse an dir. They are only after one thing from dich, you. Dich zu deinem Herrn zu führen. All they want for you is to bring you back to your Lord. Und alles, was du ihnen geben kannst, ist eine Gefolgschaft. And all you can give to them is your obedience, that you follow them. Alles dein Dollars, Euros, Gold, Silber, Pounds. All the currencies, all the precious metals, gold, silver, sind Müll. Are rubbish. Bring dich nicht weiter. They don't take you nowhere. Aber dein Folgen bringt dich weiter. But if you follow them, that'll make you proceed. Und sie wollen nur dein Folgen, nicht deine Dollars. And all they want from you, actually, is that you follow them. They are not interested in your money. Niemand kann die Heiligen und Propheten genug bezahlen. And in addition to that, nobody is able, actually, to pay the prophets or the saints for what they give to you. Und sie sind nicht verrückt, so verrückt, dass sie was von dir Materielles verlangen dafür, für ihre Dienste. And they are not crazy enough to ask material reward from you for their services. Was nur hier zählt und nicht hier nach, wollen sie nicht haben. Things which only matter in this world and not Not in the hereafter. They are not interested in it. Wenn ich mit Dollar oder Euro in die Türkei gehe, hat es einen Wert. Wenn ich mich türkisch Lira hier nach Deutschland, Europa komme, hat es keinen Wert. Niemand will Lira haben. If I go to Turkey and I take Euro or Dollar with me, I'm in a good position because it's of value in Turkey. But if I bring Turkish Lira to Europe or to the United States, nobody wants to have it, because it's worthless. Noch schlimmer sind die mexikanischen Pesetos und Pechetos. Even worse is Mexican Pesetos? Pesos. Trump hat Interesse an Pesetos und Pechetos. Maybe Trump would be interested in Pesos, Pesetos, Pesetos. Pesos. Nein. Was wir den Heiligen geben und Propheten geben können, ist nur unsere Gefolgschaft. No, all we can give to the saints or to the prophets is that we follow them. Sie werden von Allah bezahlt. And warum eure Bezahlung nicht? They get their reward from Allah. They do not need any reward from you. Und niemand kann so bezahlen wie Allah. And nobody is able to reward you like Allah can. Wenn alle Menschen, alle reichen Menschen und wenn gesamte Menschheit, 6 Milliarden, 7 Milliarden Menschen, alle ein Rockefeller wären und das Vermögen Rockefellers hätten. If und kleinste Stufe, ein Heiligen, der auf der kleinsten Stufe, spirituelle Stufe ist, sich bewegt, könnte man ihn nicht bezahlen. If all of humanity would, all the 7 billion people in this world would be like Rockefeller, all of these people together would not be able to reward a saint on the lowest level. Hätte man ihn nicht bezahlen können. Impossible to pay him. Niemand kann so gut bezahlen wie Allah. Because nobody can pay as good as Allah can. Auf diese Stufe müssen wir kommen, unseren Glauben nicht an 3 Vielfältige verkaufen. This is the level we have to reach, that we do not sell our faith for nothing.
Drei Pfifferlinge, Bruder. Three whistlings. Jesus wurde für drei Pfifferlinge verkauft. Oder fünf? Pfifferlinge sind Pilz. Was? Pfifferlinge sind Pilz. Pilze? Ja, Silberlinge. Ja, Silberlinge. Okay. Er hat mir erzählt, Pfifferlinge. Whistlings. Silberlinge. Das ist keine drei Pfifferlinge wert, sagt man. Aber Jesus ist für 30 Silberlinge verkauft worden. Also was möchten Sie jetzt sagen? Pfifferlinge. Pfifferlinge, habe ich versucht zu sagen. 30. 30 Silberlinge. 30 Silberlinge. Not to sell your faith for 30 silver coins. Hätte diese Halunke zu mir, wäre diese Halunke zu mir gekommen, hätte ich ihn 100.000 Silberlinge gegeben oder Goldstücke, damit ich Jesus da rausholen kann. Der Verrückte wusste nicht, ihren teuer zu verkaufen, Jesus. Halunke. Banditos. Had this dodgy person come to me, I would have given him 100.000 silver coins to get Jesus out of that situation. He did not know how to make good business. Möge Allah uns gute Führung geben und dass wir diese Führung zu schätzen wissen. May Allah give us good guidance and may Allah let us appreciate this guidance. Es ist so schwer in dieser Welt aufrichtige Menschen zu finden. It is so difficult to find sincere people in this world. Wahren, aufrichtigen Menschen zu finden und zu unterscheiden, ist so schwer. Möge Allah uns das Herz öffnen und Allah uns führen zu den Richtigen. To distinguish between sincere and not sincere people is so difficult. May Allah open our heart and allow us to be able to distinguish. Verlangt aufrichtig. Ihr müsst erstmal aufrichtig verlangen nach einem Aufrichtigen. Wenn dein Herz aufrichtig verlangt, dann Allah lässt dich den Aufrichtigen finden. First, you have to ask sincerely for such a sincere person. Your heart has to sincerely ask. And then, if your heart asks sincerely, Allah will let you find this person. Wenn dein Herz, niemand ist Opfer des Bösen. Außer er lässt dich zum Opfer des Bösen machen. Nobody is a victim of the evil, unless he lässt sich dazu machen. Unless you allow for this to happen. Allah lässt niemand im Stich, wenn jemand aufrichtig verlangt nach einem Aufrichtigen. Er lässt den Aufrichtigen diesen Suchen finden. Der Aufrichtige kommt und findet ihn. Allah does not let any sincere person alone. If you ask sincerely for a sincere person, Allah makes this sincere person to find you. Jeder findet zu seinem Mentalität den, der ihm ähnlich ist. Everybody finds, according to his own mentality, a person which suits him. Ich hatte Fragen in meinem Herzen. Und Allah gibt mir und mein Bruder gibt mir die Antworten jetzt für mich eigentlich. So dass ich keine falsche Barmherzigkeit habe mit Menschen, die angeblich Opfer geworden sind. I had questions in my heart and now Allah, my Grand Sheikh, gives me the answers. So that I have no mercy with those people who claim that they became victims. Wer falschen, unaufrichtigen scheinheilig verkleideten hier Menschen folgt, es muss bei dem Menschen selber nicht ganz etwas stimmen. Weil die passen zusammen. Those who do follow not sincere people, charlatans, something must be wrong with those persons who follow them, because they match. Eine Schwester hat mir gesagt, aus Mexiko, da ist ein spirituelles Center 2 Minuten zu erreichen, aber die Menschen, die aufrichtig suchen, fliegen 10.000 Kilometer
damit sie einen Aufrichtigen gefunden haben. A sister from Mexico reported to me that they have a derga which is to be reached within 2 minutes, but the people, a few of these people in Mexico prefer to rather take a plane and travel 10,000 kilometers in the hope to find a sincere person. Und zahlen Tausende von Euro. And they pay thousands of euro for this ticket. Damit sie zu einem Aufrichtigen gefunden haben. Because they are longing for a sincere person. Wer führt sie? So who is guiding them? Wer gibt ihnen diese Inspiration? Who gives them the inspiration? Da ist doch 3 Minuten Entfernung und kostet nichts. Since there's only 3 minutes walking distance and for no extra cost. Und da ist auch ein Sheikh. Wieso geht's nicht dahin? And there also there is a Sheikh. Why don't you go there? Wer lässt dich bewegen, dazu bringen, so viel Dollars zu bezahlen und so viele tausend Kilometer Weg auf dich zu nehmen, damit du den Aufrichtigen gefunden hast? Who makes you pay such an amount of money and travel such an amount of kilometers in order to find a sincere person? Da muss doch ein jemand sein, der schiebt und der sieht. There has to be somebody who is pushing and pulling. Das ist ein wichtiger Punkt. This is an important point. Wenn du ein aufrichtiger Suchender bist, wenn dein Herz aufrichtig ist, wenn du jemand bist, der aufrichtig ist und möchte sein, Allah wird dich zusammenbringen mit Aufrichtigen. If you are a sincere person, if your heart is sincerely longing for the other sincere person, then Allah makes you to meet this person. Du wirst dein Spiegelbild finden, zu deinem Spiegelbild finden. He lets you find the reflection of your... Das muss passen. It has to fit. The man in the mirror. He lets you find the man in the mirror. Das muss passen, zusammenpassen. Because it has to fit together. Und das spielt Entfernung keine Rolle. And distance in this case doesn't matter. Möge deshalb wir müssen bitten und verlangen, O Allah, öffne unsere Herzen und gib uns Aufrichtigkeit. So this is why we have to ask, O Allah, open our hearts and give us sincerity. Mach unsere Suche aufrichtig, dass wir aufrichtige Suchende sind. Make our quest sincere, that we are sincere. Dass wir auf unserem Weg aufrichtig sind. Once, that we are sincere on our way. Gibt, dann das ist unser Anteil. This is our contribution. Was Allah an uns sehen möchte. That is what we have to contribute, what Allah wants to see from our side. Das alles andere macht And all the rest is in his hands. Und dann brauchst du nur hören den Namen oder das Bild gesehen haben. Das reicht. And all you need to do then is just to hear the name or to see the picture and that is enough. Wir waren in Kolumbien, in Medellin. Wir sollten zum Museum gehen, wo wir uns treffen sollen. We were in Colombia, we were in Medellin. And we had to go to a museum where we had an appointment. But for that we had to go through a market, through a bazaar. Und da war eine indianische Frau, die Ketten und so weiter verkaufte für Touristen. And there was an Indian native woman who sold necklaces for tourists. War auf dem Stuhl da und wollte was hängen oder holen. She was standing on a chair because she wanted to hang something. Und wir standen davor, ja. And we were standing in front of her. Meine Schwester wollte sich was anschauen. My sister wanted to have a closer look at something. Die Frau war so beschäftigt. Dann fühlst du, dass jemand steht davor. Schaust du mich an, nochmal, und dann, oh mein Gott, fast gefallen vom Stuhl,
Sie hat geschrien und raus und hat mich umarmt und hat gesagt, vor 2 Tagen habe ich geträumt von Ihnen. This woman must have felt that somebody was standing there, so she was looking down from the chair, she saw me, she looked back up again, she looked back down to me, and then she was putting her hands in front of her face and coming down from the chair and shouting and screaming. And she came around, hugged me and said, 2 days ago I was dreaming of you. Und der Herr hat sie mir geschickt. And the Lord did send you to me. Wie kann das sein, sagt sie. Sie hat mich sowas von umarmt, habe ich gesagt, dieses Foto senden wir ins Internet. She hugged me so intense that I decided to not publishing this photo on the internet. Kann man schnell falsch verstehen. Because this could have been interpreted. Es der Herr, du musst nur aufrichtig sein in deiner Suche. He is the Lord. All you have to do is to be sincere in your quest. Wenn du aufrichtig bist, Allah sorgt dafür, dass du findest, was du suchst. When you're sincere, then Allah will make sure that you find what you're looking for. Da kam ein Beduine aus der Wüste nach Medina. Once a Bedouin came out of the desert to the city Medina. Und er kam zu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he came to Sayyidina Muhammad, peace be upon him. Und sagte, oh Muhammad, ich bin durch die Wüste gekommen. And he said, oh Muhammad, I came through the desert. Und ich will wissen. And I want to know. Was willst du wissen, sagte Sayyidina Muhammad. What is it you want to know, asked the Prophet, Sayyidina Muhammad. Ich will wissen, was Islam ist. I want to know, what is Islam? Und Sayyidina Muhammad sagte, rief nach einem Bruder und Schüler und sagte, du bist ja hier ein Gelehrter, bring ihn bei Islam, nimm ihn mit. Sayyidina Muhammad called a brother and he said to this brother, you are a scholar, go take care of this Bedouin, teach him, take him with you. Geh mit ihm und er wird dich bei dir beibringen, sagte Sayyidina Muhammad. Go with him. And he will teach you, said Sayyidina Muhammad. Er ging, am nächsten Tag kam mit seinem Kamel und sagte, O Muhammad, hasta la vista. Next day he came with his camel and he said to the Prophet, hasta la vista. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Sayyidina Muhammad staunte, wohin bist du denn? Du bist erst gerade gekommen. So see you next time, as Bedouin said, and Prophet Muhammad was amazed. He said, you just arrived. Du wolltest doch Islam lernen. Did you not want to get to know about Islam? Ja, sagte der Bedouin. Yes, I did, said the Bedouin. Ich hab gelernt. And I did learn. Du hast Islam gelernt hier, was Islam ist hier, von gestern bis heute? And within a day you learned about everything about Islam. In Sufiland, hier 15 Jahre sind die da, ich habe immer noch nichts gelernt. Here in Sufiland, da for 15 years and they didn't get a thing. Hätte er sagen können, ja. He could have said that, but he did not do it. Und du hast von gestern bis heute hier alles gelernt? Ja, sagte er, ich weiß, was Islam ist. Within a day you learned everything about Islam? Yes, said the Bedouin, I know what Islam is. Sayyidina Muhammad. Und was ist Islam? So Sayyidina Muhammad asked him, he said, what is Islam? Aufrichtig sein. Das ist Islam. To be sincere, that is Islam. That's what it is. Ist Koran nicht aufrichtig sein? Ist nicht dafür gekommen, dass wir auf dem rechten Weg sind, geraden Weg, Sirat Mustaqim? Did the Quran not come with sincerity? Did the Quran not come to show us the right path, Sirat al-Mustaqim. Sei aufrichtig. Be sincere. Verlangt Koran und Islam nicht von uns, dass wir aufrichtig sind? Does Quran not ask from us to be sincere? Ja, sagt Sayyidina Muhammad.
Ich hab's verstanden. Yes, the prophet replied. Well then, ich muss nicht viel mehr. Understood. That's all I need to know. Ich werde in allen Dingen, was in meinem Leben so passiert, was ich lebe, werde ich immer aufrichtig sein. In every situation of my life, whatever will happen to me, I will be sincere. Und Sayyidina Muhammad sagte, er ist Gelehrter geworden. Er ist ein großer Gelehrter, er hat es verstanden. And Sayyidina Muhammad said, he's a scholar, he's a great scholar, he got it. Oder Beduine, lass dein Kamel hier, ich lass dir ein Haus bauen und eine Schule und du kannst dir den anderen das beibringen. He said, leave your camel here, I build a house for you and a school and you can teach this to the others. O Mohammed, nicht alle sind so wie ich hier, die verstehen alle nicht so schnell. Das, mit meinem Kamel komme ich besser zurecht. O Mohammed, people here are not the same way I am. They don't get it that quick. So I better get along with my camel. Lass mich gehen und mit meinem Kamel ein aufrichtiges Leben führen. Let me go and lead a sincere life together with my camel. Aufrichtigkeit. Sincerity. Und wenn du aufrichtig auf der Suche bist, wirst du niemandem zum Opfer fallen. And when you are, das ist meine Antwort. In meinem Herzen, weil wir hören von da und dort hier, dass Menschen falsche Leute folgen, tut uns leid. Aber jetzt kommt die Antwort, wenn diese Leute, die jemand folgen, die falsch sind, dann müssen sie selber irgendwas Falsches haben. Sincerity. If you are sincere in your heart, you will never follow the wrong person. Now I get this answer, because I heard from here and from there in the internet that there are people who have a problem with us. And wenn das Herz eines Menschen aufrichtig ist, wird unterscheiden können, wer heilig, wer scheinheilig ist. Those people who follow the charlatans, they must have something wrong in their own heart, otherwise they would not follow these charlatans, because if you are sincere in your heart, you can distinguish between the good ones and the bad ones. Wessen Herz klar ist, clean ist, da wird er das sehen, spüren, wer aufrichtig, wer nicht ist, wer scheinheilig, wer heilig ist. If you have a clean heart, if you have a pure heart, you will know, you will feel who is sincere and who is not sincere. Deshalb, was wir zu machen haben, ist, dass wir beten und sagen, oh Allah, gib uns Aufrichtigkeit. So, schenk uns Aufrichtigkeit. What we have to do is to make dua, to pray, oh Lord, make us of those who are sincere. Dass wir mit give us sincerity zusammen sind. And allow us to be together with sincere ones. Nicht von den Aufrichtigen weltliche Position zu erlangen. Nein, wir wollen nur aufrichtige Personen folgen Richtung Allah. Nicht um hier etwas zu werden. We do not want to find sincere people to ask them to succeed in this world. No, we want to find sincere people to follow them towards Allah. Wir wollen mit aufrichtigen Menschen zusammen sein, mit Heiligen, damit sie uns zu Allah führen, dass wir hier nach etwas sind. We want to be together with sincere people, so that they lead us to Allah and to make us something hereafter. Nicht um hier etwas zu werden, durch die Hand dieser Aufrichtigen, der Heiligen, damit wir uns behaupten können. Not to become something in this world through the hand of the sincere ones. Möge Allah uns vergeben und auch andere, die verdreht sind und falschen Weg genommen haben, zur Vernunft bringen, Licht geben, dass sie umkehren. May Allah forgive us and also those who are confused
and lost track. Vom falschen Weg zum rechten Weg. Give them light to make it easy for them to find from the wrong way to the right way. Und in England soll es solche Straßen geben, wrong way, da steht ein Schild wrong way, steht ein Schild right way. And I heard that there are streets in England which have traffic signs saying wrong way, right way. Und welcher Idiot sieht diese Tabelle und fährt weiter wrong way? And which idiot reads this sign wrong way and continues Nur der, der keine englische Sprache versteht. Only the one who does not understand the language. Dann muss man jemanden, der das versteht und sagt, ja, das ist wrong way. Then you have to find somebody who does speak the language and tells you this is the wrong way.